Moin und herzlich willkommen zurück in San Marino, beziehungsweise in Spanien jetzt aktuell, wo wir ein weiteres Testspiel, Freundschaftsspiel, wie auch immer, bestreiten. Diesmal gegen Sevilla, gegen einen Erstligisten aus einer europäischen Top-Liga mit ordentlich Fans, also vielleicht kommt ja diesmal wieder was zusammen. Sie sind mehr als doppelt so stark wie wir, was die Stärke angeht, deswegen dürfen wir heute nicht zu viel erwarten. Außer vielleicht ein bisschen Geld, vielleicht, hoffentlich. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung gewesen. Also schauen wir mal. Sie haben 148.000 Fans. Das ist jetzt, glaube ich, fast so viel wie Manchester City oder so, glaube ich. Hatten die nicht so ein bisschen mehr? Ich weiß nicht, die Zahlen sind sehr ähnlich, glaube ich. Schauen wir mal, ob auch so ein ähnlicher Betrag dabei rumkommt. Da bin ich mal gespannt. Die Mannschaft ist nach Frische aufgestellt, weil wir müssen ja heute nicht alles geben. Es geht ja um nichts. Und ansonsten würde ich sagen, auf geht's. So, 3D-Spiel. Ihr spielt in Weiß. Wir spielen in Blau. In Dunkelblau. Lasst euch nicht abschlachten. Weiß ich nicht, ob das heute klappt. Ich sag mal, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Weil, also Sevilla, 750, mehr als doppelt so stark wie wir, könnte schwierig werden. Mit dem sich nicht abschlachten lassen. Ich meine, beim letzten Mal hat es auch nicht geklappt gegen, also beim vorletzten Mal war das, ne? Gegen Santos war das, glaube ich, ne? Haben wir 6-0 verloren. Gegen Libertad haben wir nur 1-0 verloren, ne? Das ging besser. Obwohl die, glaube ich, ähnlich stark gewesen sein müssten. Bin mir gerade nicht sicher, wer wie stark war. Ich meine, Libertad wäre so um die 700 gewesen und Santos vielleicht ein bisschen höher, ich weiß es nicht genau. So, da haben wir die Aufstellung vom FC Sevilla. Und da ist unsere Aufstellung. Haben wir da etwa richtig viele San Marino-Fans oder was? Oder warum höre ich da italienische Anfeuerungsrufe so ganz laut im Stadion? Sehr interessant. So, ich kann wieder die Mittelfeldgeschwindigkeit ein bisschen hochschrauben, ne? Da hört man die San Marino-Fans. Forza, Ragazzi. So, Fernandes. Schön, erster Torschuss von Sevilla abgeblockt. Und da vorne ist niemand von uns. War vielleicht eher ein Betreibungsschlag als ein Angriffsversuch. Oder so, weiß ich auch nicht. Alonso. Und das 1-0 für Sevilla. Naja, gut. Marcos Alonso nach Vorlage von Manuel. Sarabia und das 2-0 von Fernandes. Ja gut, es könnte sein, dass wir uns heute abschlachten lassen. Also ist vielleicht ganz gut, dass ich diese Ansprache nicht genommen habe. Wenn ich so drüber nachdenke, wie das jetzt schon anfängt. So, und wir kriegen einen Freistoß. Und... oh, da könnte vielleicht was draus werden. Ach schade, dann schießt er vorbei. Das sah aber ungeschickt aus. Ist ihm der Ball über den Schlappen gerutscht. Oh, eine Stimme vorne. Okay. Nichts Dramatisches. Oh, okay, der ging ein bisschen drüber. Der Kopfball. Oh, ja, schade. Da sind wir hängen geblieben. Und der geht es aus. Haben wir schon gedacht. Dass der den hinter der Linie erst stoppt. Weiß ich nicht. Die Spieler wirken da manchmal ein bisschen ungeschickt hier in diesem Spiel.
dass sie Einwürfe machen, die ins Aus gehen, dass die den Ball irgendwie so, weiß ich, oder dass sie manchmal ins Aus dribbeln. Und es wird ja in der Realität, ich meine, oh, ist 3 zu 0. Von Fernandes Maria. Ja, wie gesagt, das würde, man könnte jetzt sagen, es würde in der Realität nicht passieren. Ich meine, es gibt alles, ne, von Kreisliga bis Champions League. Aber unwahrscheinlich, dass man in der Realität als Profifußballer einfach ins Aus dribbelt. Oder den Ball ins Aus einwirft quasi. Oder halt den Ball erst hinter der Linie stoppt, obwohl das schon vorher möglich gewesen wäre, wenn er sich ein bisschen mehr beeilt hätte. Naja, gut. Nur mal so nebenbei. Seine Haare flackern. Interessant. So, Freistoß für Sevilla. Und schön gemacht von Wright diesmal, nicht Serpe. Wir machen das ja so, dass die Torhüter sich immer abwechseln, aber das richtet sich nach den Ligaspielen, die sie gemacht haben. Wenn ich die automatische Aufstellung nehme. Und bisher hat immer Serpe den Vorzug bekommen. Jetzt, da er ein Ligaspiel hat, der Serpe, und Wright noch keins, kriegt er jetzt immer den Vorzug. Solange bis beide ein Ligaspiel haben. Und dann geht's wieder von vorne los, quasi. So wechseln sie sich dann so im Laufe der Saison dann doch immer. Echt, ui, schön gemacht. Und gut gehalten. Dann wechseln sie sich immer gleichmäßig ab. Nur in der Vorbereitung ist es halt ein bisschen ungleichmäßig gewesen. So. Hatte jetzt keine Lust, das manuell nochmal zu ändern. Da hat er jetzt halt keine richtige Vorbereitung bekommen, aber... Ja, er kriegt genug Spiele dieses Jahr. Hoffe ich zumindest. Das war so der Plan, war so der Gedanke dahinter. So, die erste Halbzeit ist so gut wie zu Ende. Da ist Gicciardini. Glaube ich zumindest. Und das war, ja, Halbzeit Nummer 1. 3 zu 0 für Sevilla nach Toren von Marcos Alonso, Fernandes und nochmal Fernandes. Und wir haben einen Schuss, aber keinen aufs Tor. Na, immerhin einen Schuss. So, dann wechseln wir mal schön durch. Die Noten sind natürlich nicht so überragend. Wie will man auch brillieren, wenn man gegen so einen Gegner spielt? Wenn man 3 Tore kriegt, sieht auch die Abwehr nicht so gut aus. Aber hoffentlich kriegen wir ein bisschen Geld. Und ihr kriegt ja wertvolle Erfahrungen, liebe Spieler, weil das sind ja, ne, spanische Erstligisten, gegen die ihr gerade spielt. So, macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gegentore wir kriegen dürfen. Waren 5 zu 0 noch in Ordnung? Das kann sein, ne? Dass vielleicht die ganze beim 6 zu 0 war? Oder war das 4 zu 0? Ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein, dass es 4 zu 0 noch in Ordnung ist und dass es ab dem 5 zu 0 dann nicht mehr so gut ist. Oder so. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Naja, gut, weiter geht's. Werden wir vielleicht sehen. Mein 6 zu 0 war nicht akzeptabel. Schauen wir mal, wie akzeptabel dann ein 5 zu 0 vielleicht wird oder ein 4 zu 0. Das eine oder andere Tor kann ja noch fallen. Ich meine, wir können auch noch einschießen, ne? Wir können auch einen Anschluss darüber machen. Aber ja, eher ein bisschen schwierig. Correa. Ich dachte, ich habe ihn gerade eben drin gesehen. Aber er ging ans Außennetz. Hinterm Tor sitzen jede Menge Fans. Auf den Haupttribünen eher so wenig, ne? Interessant. Und in den Ecken sitzt niemand. Fernandes und Wright. Gut. Ich würde mir sagen, da stand er right. Hahaha, an der richtigen Stelle. Witzig. Naja, gut. Sarabia und Angriff unterbunden. Schön gemacht. Es geht wieder in eine andere Richtung und wieder nicht. Und ja, und hin und her halt, ne? So. Okay, diesmal schöne Rettungsaktion. Also um den Ball noch zu kriegen. Wäre beim letzten Mal auch nötig gewesen. Hat er aber nicht gemacht, wer immer das da war. Schön. Ball abgenommen, gut gemacht. Schön.
Gute Abwehraktion hier an der Stelle. Ja, gefällt mir, was ich von der Abwehr sehe gerade. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch das wurde sauber gelöst. Gut. Und das wurde unsauber gelöst von Sevilla. Wir kriegen einen Freistoß. 30 Minuten haben wir noch. Mal schauen, ob wir noch ein Tor kriegen. Battistella, schade. Kommt da nicht weiter. Jetzt vielleicht. Vorne sind ein paar Leute. Oh, wir haben einen Vorteil. Und, ach schade. Die haben auch einen Torhüter. Rico. Und der fängt den Ball. Schade, da schafft man schon mal einen Torschuss und dann nützt es am Ende doch nichts. So, Correa müsste jetzt flanken langsam. Macht er auch. Das Tor haben wir, also das Tor ist ja kein Tor, aber den Versuch, so einen Schuss haben wir heute schon mal in der Art gesehen. Ging schon wieder außen vorbei. So, Fabrizio kommt rein für Alejandro Grimaldo. Vaccari. Vitale. Ach, vorbei. Schade. War auch keiner mehr von den Gegnern dran. Der hat einfach vorbeigeschossen. Obwohl er so schön mittig vom Tor war. So, Escudero kommt rein. Und Sergio Escudero für Mario Gaspar. Correa tanzt Petrucci aus. Oh, hui. Das haben wir nochmal gerade so hingekriegt. Sarabia tanzt auch da durch die Gegend. Da so weit vorne ist niemand. Niemand von uns. Und der nächste Wechsel bei Sevilla. Gabriel Mercado kommt rein für Simon. Tja. Vaccari, Marmolejo, Ruotolo und Rico. Schade, aber Ecke. Und wir haben noch einen Torschuss geschafft. Können wir die Torschüsse zählen? Vielleicht auch was Schönes. Oh, aber da kommen wir noch dran. Schön und... Ach, das war abseits. Schade. Gut, da hat er gleich einen Arm gehoben, der Torhüter. Kann man also nicht beurteilen, ob der reingegangen wäre. So, Jesus Navas kommt rein für Pablo Sarabia. Correa jetzt quasi durch, aber da ist niemand in der Mitte. Doch, da ist jetzt jemand. Navas und das 4:0. Den habe ich erst nicht gesehen, der war auf einmal da. Erst nicht da und dann doch da. Joaquin Correa hat die Vorlage gegeben. Und noch ein Wechsel. Jetzt kommt Maximiliano Montoya für Marcos Alonso, der das 1:0 gemacht hat, glaube ich, ne, Alonso. So, Rotolo. Ah, kommt noch einer dran? Ja, aber jetzt nicht mehr, ne? Nee, schade. Spiel ist auch bald zu Ende. Avila. Vaccari. Battistella. Schade. Na gut, was erwartet man auch, ne? Nicht zu viel. Geht ja um nichts. Na was? Und Stella. Schön gemacht. Ball ist wieder weg. Und vielleicht nochmal Angriff? Ne, wird wohl eher weniger was. Gut, das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab, wie man sieht. Wir verlieren 4:0 gegen den FC Sevilla. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht weiter schlimm. Ist die Frage, ob die Ansprache in Ordnung war, ob die akzeptabel gespielt haben. Wir werden es gleich sehen. Wir haben ein paar Torschüsse aufs Tor bekommen, das ist auch schön. War akzeptabel. Gut, dann können wir heute glücklich sein. Dann war das ja ein erfolgreicher Tag. Ist noch die Frage, wie viel Geld wir jetzt dadurch eingenommen haben. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Und Cirillo hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Fällt 5 Wochen aus. Bei Boni fällt
5 Tage aus. Na, das ist gut. Sereni kriegt eine neue Erfahrungsstufe, das ist schön. Das sind alles Reservespieler, ne? Das ist jetzt nicht erste Mannschaft oder so. Und unsere Reserve verliert 3:1 gegen Faetano oder 1:3. So, und Lazzari ist hier fit. Okay, jetzt wollten wir natürlich noch schauen, wie viel Geld wir verdient haben durch diese Aktion. Denn Sevilla hat ja OnlyFans. Hier, 106.000. Okay, etwa halb so viel wie gegen Manchester City, wenn ich das jetzt in Erinnerung habe. Ist ein schöner Betrag, ne? Jetzt sind wir bei 1,8 Millionen auf dem Konto. Davon können wir jetzt ein paar ne, Jugendturniere sponsern und solche Bolzplätze sponsern und solche Sachen, um unsere Jugendarbeit zu fördern. Gut. So viel dazu. Dann sieht man, am Samstag steht das nächste Ligaspiel an gegen Fiorentino. Wieso haben wir jetzt schon wieder hier zu wenig Spieler? Wo verschwinden denn ständig die Spieler hin? Ich schmeiß die doch nicht alle raus. Oder verlassen die Mannschaft und die sagen uns, mir sagt's keiner? Das war vorhin schon mal einer auf verschwunden, jetzt ist das noch weniger. Ich schmeiß doch nicht so viele Leute raus. Was denn da los? Ich glaube, der Spieler, der auch neulich neu dazugekommen ist, der ist auch schon wieder weg. Warum kriegen wir keine Nachrichten darüber? Warum verschwinden die einfach? Sonst kriegt man doch immer Nachrichten, wenn da einer kommt. Hä? Das ist äußerst merkwürdig. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist jetzt äußerst ärgerlich. Das ist quasi unsere ganze Jugendarbeit, das ganze Geld, was wir da reinpumpen, das verschwindet quasi einfach. Vom einen auf den anderen Tag. Batistella fällt für 2 Wochen aus. Na toll. Hä? Da verschwinden einfach Spieler. Wie gesagt, sonst sagen die auch immer Bescheid, wenn sie gehen. Und aus welchen Gründen und sowas. Das steht doch immer dabei. Da kriegt man auch immer eine Nachricht. Oder habe ich irgendwie einen Filter drin? Nö. Wir kriegen einfach nichts gesagt. Die verschwinden einfach. Was ist denn da los? Das ist jetzt gerade richtig frustrierend. Weil das ist quasi das, worauf wir unsere Arbeit momentan konzentrieren. Dass wir gute Jugendspieler bekommen. Und die verschwinden jetzt einfach. So ohne Kommentar. Keine Ahnung, was da los ist. So, alle Trainingsziele, das mache ich gleich. Ist ja auch gleich soweit, dass wir uns um die, um die Spielvorbereitung kümmern, das wollte ich sagen. Ich verstehe es nicht. Warum verschwinden die einfach? Das regt mich jetzt richtig auf. Das hatte ich noch nie, dass die so einfach ohne Kommentar verschwinden. Und jetzt passiert das einfach einer nach dem anderen. Naja, machen wir einfach mal weiter. Ich kann es ja jetzt nicht ändern. Ich könnte jetzt auch nicht an den Tag zurückgehen, wo es passiert ist, weil ich nicht genau wann das war oder sowas, ne? Achso. Ich habe keine Ahnung und selbst wenn. Kann ja trotzdem wieder passieren. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Naja. Gut, egal. Ich mache die restliche Spielvorbereitung dann abseits der Aufnahmen. Ich würde sagen, das war's dann für heute und wir können uns beim nächsten Mal auf ein weiteres Ligaspiel freuen. Fiorentino steht momentan auf Platz 6 nach einem Sieg. Und ja, genau, so viel dazu. Also sage ich Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.